Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Zunächst zur politischen Situation hierzulande im Wahljahr 2017. Nachdem die Linke Anfang dieses Jahres ihren Aufschlag gemacht hat, haben nun letzte Woche auch AfD und Grüne einen Entwurf für das Wahlprogramm vorgelegt. Gleichzeitig ist so viel in Bewegung gekommen in den Umfragen, dass man sagt, Mensch, jetzt kommt richtig Schwung in den Wahlkampf. Und es zeigt sich das, was ich seit Monaten immer wieder gesagt habe, sobald es eine Alternative links zu Angela Merkel gibt, die eine realistische Durchsetzungsperspektive hat, geben die Rechtspopulisten nicht mehr den Ton an. Und das ist eine Entwicklung, die uns außerordentlich freut und auch herausfordert. Zum Aufschlag der Grünen. Man hat ja den Eindruck, dass die Grünen mit ihrem schwarz-grünen Flirt irgendwie merkwürdig aus der Zeit gefallen wirken. Sie haben in ihrem Entwurf viele nette Punkte für den Umweltschutz und zugleich strahlen sie aus, dass ihnen vor allem eins wichtig ist, nirgendwo anzuecken. Wer aber wie die Grünen vor allen Dingen darauf achtet, nirgendwo anzuecken, der wird eine wirklich ökologische Wende nicht in Angriff nehmen können. Denn eine App für Carsharing, wie sie die Grünen fordern, ist eine nette Sache, gar nichts dagegen einzuwenden. Wer aber eine ökologische Wende will, muss bereit sein, sich auch mit großen Konzernen anzulegen. Wir als Linke sind das und wollen in diesem Sinne auch konsequent für Klimaschutz streiten. Für einen grundlegenden Politikwechsel braucht es eine gestärkte SPD. Insofern haben wir uns gefreut, dass sie in den Umfragen gestiegen sind. Gleichzeitig sagen wir aber natürlich auch, es ist nun wirklich an der Zeit für klare Aussagen und klare Ansagen von Seiten Martin Schulz. Zum einen für eine Entmilitarisierung der deutschen Außenpolitik, für eine soziale und demokratische EU, die sich endlich aus der Fessel der Austerität befreit. Und drittens eine klare Aussage, wie man hierzulande alle Menschen sicher vor Armut schützen kann und nicht nur ganz einzelne Gruppen daraus löst aus diesem wichtigen Kampf gegen Armut. Zum Verhältnis zu Erdogans Regierung. Wir als Linke werben für ein Nein bei dem Referendum, weil wir ganz klar Ja zur Demokratie sagen. Und ich glaube, es braucht hier dringend eine gemeinsame Haltung innerhalb der Europäischen Union. Solange die HDP-Vorsitzenden in der Türkei in der Haft sind und nicht offen für ein Nein werben können, solange sollte auch kein Mitglied der türkischen Regierung hierzulande Werbung für ein Ja machen oder um es umzudrehen, nur wenn Erdogan die inhaftierten Oppositionspolitiker alle freilässt, damit sie dort frei für ein Nein werben können, dann dürfen türkische Regierungsmitglieder hierzulande für ein Ja werben. Und wir sollten hier sehr klar sein, Erdogan beansprucht Meinungsfreiheit innerhalb von Europa. Europa beansprucht Meinungsfreiheit für alle Kritiker und Kritikerinnen Erdogans in der Türkei. Und das, finde ich, ist der einzige Deal, die einzige Verabredung, auf die man sich mit Erdogan einlassen kann, nichts anderes. Zudem sollten wir sehr genau in unseren Worten und auch Berichten sein, denn das, was sich momentan an Zuspitzungen abspielt, ist doch kein Konflikt zwischen Deutschen und Türken. Es ist doch vielmehr ein Konflikt zwischen Demokratinnen und Demokraten auf der einen Seite und den Anhängern einer Despotie auf der anderen Seite. Und leider, muss man sagen, ist die EU und die deutsche Bundesregierung nicht unschuldig daran, dass Erdogan so auftritt. Denn erst durch den Türkei-EU-Deal zur Flüchtlingsabwehr ist der Erdogan in eine Situation gekommen, wo er auch gegenüber den EU-Mitgliedstaaten so auftreten kann. Daher sagen wir ganz klar, es muss jetzt Folgendes in die Wege geleitet werden. Erstens sollten umgehend alle Bundeswehreinheiten aus Incirlik abgezogen werden. Zweitens muss es einen sofortigen Stopp aller Waffenexporte in die Türkei geben. Und drittens sollte die EU sollte alle Beitrittsgelder, die im Vorfeld eines Beitritts schon gezahlt werden, einfrieren. Jeder Euro für Erdogan ist gegenwärtig Beihilfe zur Demokratie. Entschuldigung, jeder Euro für das Regime von Erdogan ist gegenwärtig Beihilfe zur Einrichtung einer Diktatur. Gleichzeitig sollten wir, wenn wir über die Türkei reden, nicht nur über die Regierung Erdogan reden, sondern auch über die demokratischen Kräfte, die es noch gibt in der Türkei. Weil momentan ist ja in den Umfragen so, dass überhaupt nicht sicher ist, dass Erdogan durchkommt. Es steht genau 50-50. Das heißt, bei jeder Wortmeldung müssen wir schauen, stärken wir damit die Kräfte,
die Nein sagen zur Einrichtung einer Despotie oder schwächen wir sie? Und das braucht halt auch eine entsprechende Berichterstattung, das braucht entsprechende Äußerungen hierzulande, weil womöglich sind die hier in Deutschland lebenden Kurdinnen und Türken am Ende das Zünglein an der Waage. Wir sollten ihnen also offen und ohne Vorurteile entgegentreten und dort auch den Dialog suchen, weil wir sollten uns nichts vormachen, alle, die wir hier im Raum sitzen, wären unter Erdogan im Gefängnis und deswegen sollte unsere Sorge auch darin gehen, sicherzustellen, dass jemand wie Erdogan beim Referendum nicht gewinnt. Ja, Merkels Besuch bei Trump, sie kann ihn ja fast leid tun, die Bundeskanzlerin, sie ist quasi auf Welttour zu Diktatoren und Rechtspopulisten. Wir erwarten natürlich oder fordern ein, dass sie klare Kante zeigt. Es ist allerdings fraglich, ob der Besuch mehr wird als eine Battletour für die deutsche Automobilindustrie angesichts der angedrohten Exportzölle. Unter Trump sind Lügen oder alternative News quasi zum Standard des Regierungshandelns geworden. Er setzt auf rhetorisches Maulheldentum und Mauerbau. Und insofern kann man jetzt nicht einfach sagen, so, jetzt gehen wir mal zur Tagesordnung über und tauschen einfach nur Höflichkeiten aus und betteln dann vor allen Dingen darum, dass man wenigstens der deutschen Automobilindustrie nichts tut. Ich denke, eine klare Haltung, klare Kante gegen Rechtspopulismus tut auch hier Not, weil alles, was Merkel sozusagen in Bezug auf Trump sagt, ist auch ein Signal an die Rechtspopulisten hierzulande. Zu den Streiks des Bodenpersonals. An den Berliner Flughäfen 1 Euro mehr pro Stunde für alle Entgeltgruppen sind gefordert von Verdi. Wir als Linke unterstützen das ganz ausdrücklich, diese Forderung. Mein Co-Vorsitzender war auch bereits auf Streikversammlung und hat dort gesprochen. Wir wünschen den Streikenden viel Erfolg und Durchhaltevermögen. Die Arbeit des Bodenpersonals findet ja oft unbemerkt statt. Wie wichtig sie ist, merkt man dann, wenn sie streiken. Also die Sicherheit des Flugverkehrs hängt stark von deren Arbeit ab und die sollte den Betreibern auch einfach mehr Geld wert sein. Zum besorgniserregenden Appell vom UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien. 20 Millionen Menschen sind im Jemen, Südsudan und Somalia vom Hungertod akut bedroht. 4 Milliarden werden gebraucht, um das Sterben aus Hunger abzuwenden. Und ich finde, das muss drin sein. Vor allen Dingen ist sehr auffällig, wenn es darum geht, den Rüstungsetat aufzustocken. Da ist man sofort innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft sich einig, selbst hierzulande ist man bereit, fast 25 Milliarden Euro mehr in den Wehretat zu stecken. Wenn es aber darum geht, Geld in die Hand zu nehmen, um den Hungertod zu vermeiden, wird man auf einmal knausrig. Kurzum, Milliarden fürs Töten fließen hierzulande sehr schnell. Milliarden oder einige wenige Milliarden, um den Hungertod abzuwenden, hingegen sehr spärlich. Das ist eindeutig der falsche Weg, das ist zynisch und das darf so nicht weitergehen.